Herzlich willkommen bei einer Runde Our Lady of Sorrow. Es ist ein kleines Indie-Game von einer Person. Found Footage, Horror ist ja was Tolles und deswegen schauen wir doch mal rein. Das Tape gehört also irgendeiner Kirche oder so. Ja, wir sind jetzt. Dangerous? Aber was willst du machen? Members of the Church sehe ich jetzt hier um mich herum auch nicht. Also ich breche alle Regeln, die hier aufgestellt werden. Ireland, 1998. Da war ich 7 Jahre alt oder so. Diese Geräusche sind sehr anstrengend. So, das sieht ja schon mal ganz nett aus. Sieht ein bisschen aus wie Lowrace. Oh, ich kann mich umgucken und auch bewegen. Okay, okay. Das sieht aus wie Silent Hill oder so. Aber noch ein bisschen, also in einer Ego-Perspektive. Ich mag ja diese ganzen Effekte hier. Kill Queen Abbey. Built in 1458 as a monastery. Seen many things. Viking Rain, Waves, Fire Schedules und Black Masses. Black Masses? Was ist das denn also? Oh, it's a burial site of many famous priests and renowned nuns and people of the Catholic faith. Okay. Oh, es gibt auch eine Taschenlampe. Kann man auch springen? Nee. Der Eingang. The entrance and the outer walls of the abbey have been rebuilt many times. We know this by the look and shape of the different stones and how some have been eroded by elements more than others. Walls that have fallen have been left as is. Archaeologists, my god, this wall is so shallow, have found many things between the walls, such as old animal bones, coins, artifacts and even some small human bone. Yeah, this is a beruhigend. Aber was genau machen wir denn hier? Warum sind wir hier? Einfach mal eine archäologische Stelle hier aussuchen, also so ein geschichtsinteressierter Mensch. Source of ancient monks stowed away beneath the Moses stone buried in Hurry. Stories of siege and bloodshed of the Irish at the hands of English nobles. The most famous story of all is the story of an Kaelic, known to lovers as the Lady of Sorrow. Ist das irgendwie eine echte Mythos? Hat das irgendeine Grundlage? Auf echten Begebenheiten? Das weiß ich nicht. Found Footage, wenn wir da mal drüber reden. Natürlich gibt es ganz viele großartige Filme. Ja, und ich werde jetzt natürlich nur die Mainstream-Sachen nennen, weil auch wenn ich ein großer Horror-Fan bin, ich bin jetzt nicht der sich jeden Geheimtipp angeschaut hat. Ich kenne jetzt nicht jeden Geheimtipp im Found Footage-Bereich. Und deswegen nenne ich jetzt direkt Blair Witch Project, das aus den 90ern, der erste Film. Ein wirklich absolut grandioser Film, ne? Found Footage at its best. Okay, das war locked. Jetzt finde ich ja schon den Weg nicht. Gibt es eine Karte oder so? Der Horror ist wahrscheinlich eher mir zuzugucken als andere. Was haben wir denn hier? Hier ist die Tür offen, da kommen wir rein. Die Frage ist, will ich hier rein? Boah, das sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen so schief, da wird mir ein bisschen fast schon schlecht. Das ist bestimmt extra gemacht, dass das ein bisschen komisch aussieht. Das hat ja auch... Okay.
diese Bildfehler werden dann auch stärker und ich habe übrigens keine Ahnung, ne, wie das mit Jumpscares ist und so. Okay, hier schon, haben wir schon ein Bild. Angst. Also was ich sagen wollte ist diese Verschiebungen hier. Oh mein Gott. Ich stand da gerade noch nicht. Okay. Es fängt langsam an. Also ich hätte da keine Lust drauf. Ich wäre jetzt schon da in der Ecke am Winseln und am Heulen. Ich bin ein richtiger Schisser, muss ich einfach sagen. Ist natürlich schwierig, wenn man Schisser ist und gleichzeitig ja, Horror mag. Denn es ist für mich sehr anstrengend, Horrorspiele zu spielen und Horrorfilme zu schauen. So. Zum Glück haben wir keine Batterie. Was zum Teufel ist denn hier los? Wer hat das denn gebaut? Geschlagen. Das ist merkwürdig. Wahrscheinlich sind das alles echte Menschen, die mal. Here is where the image of the Virgin Mary appeared during the burning of the witch. Oh my god, the search long ago placed a statue here. The locals used to hold communion here in hopes she would appear again. Some say on cold autumn nights you can paint these smell burning flesh and wood and sometimes even the cackling of the witch. Da hoffe ich, dass ich das nicht hören werde. Da kommt anscheinend nur was rein, was wir noch nicht haben. Da können wir diese Kerze aufheben. Nope. Wie gesagt, ich bin ein bisschen Schisser, ne? Muss ich einfach sagen. Ich kann gar nicht sagen, was so mein Lieblingshorror ist. Also Horrorfilm so. Gibt's natürlich sehr viele. Und auch da werde ich nur die ja, Mainstream-Sachen sagen können. Ich liebe Alien. Hier ein paar Lovecraftian Filme wie diese Mouse of Madness oder so hieß der, glaube ich. Okay, wir haben ein Blutritual gemacht. Bestimmt keine gute Idee gewesen. Jetzt regnet es auch. Regen ist immer schlecht. What the fuck? Der Wind ist aber auch laut, ne? Ich hoffe ja, man hört mich überhaupt nicht hier in die Stürme. So. Ein anderer Found-Footage-Film, den ich sehr mag, ist, also den ich gesehen habe, das ist Paranormal Activity. Ich meine, das hat ja wahrscheinlich eh jeder gesehen. Fand ich ganz nett, war jetzt nicht. Der Hype, den hat man wahrscheinlich nur mitgenommen, wenn man da wirklich auch live zu Release. Kann ich da reinklicken, Freunde? Ich will auch noch reinklicken. Wenn man es so Release im Kino gesehen hat oder so, ich habe das jetzt ganz viel später, Jahre später gesehen. Krypt-Key. Ich habe noch gar keinen Krypt gesehen. Eine lustige Geschichte, als ich das gesehen hatte. Natürlich alles schon dunkel gehabt und dann krabbelte einfach neben dem Bildschirm eine riesengroße Spinne lang. Das war das sehr gruselig. So, die stand da gerade noch nicht. Kann ihm aufhören, sich zu bewegen, das macht mir Angst. Dann muss ich erstmal die Krypt finden. Wo ist denn die Krypt?
Ja, eigentlich nach Hause. Oh, scheiß Wetter hier. Warum ist da niemand? Das ist doch so eine Art Museum. Ach du Scheiße. The tale of the Lady of Horror has been carved down through many years and the true story is heavily debated amongst local historians. Ich mag diesen historischen Touch, den wir hier haben. Das lebt genau wie die Tatsache, dass es kaum Footage ist. Der Sache, sondern der Realismus. What is common throughout these different tellings is the tale of a man which long ago set a curse upon the local priest. The priest warns the locals to burn to her life in the very church that stands upon these grounds. It was sent by the locals to watch her burn that weeping, that the weeping image of the Virgin Mary appeared upon her face, and then she cackled as the flames engulfed her. The priest commanded her remains be thrown in the well, ui, and the entrance sealed. That well remains sealed to this day. Ja, mit dem Boden will ich nichts zu tun haben, aber ich habe so die Befürchtung, dass wir da noch reingehen werden müssen. Ein Spiel. Natürlich immer eine fucking Spiel, Musik. Ich hab da schon Musik. Okay. Sehr warped Musik. Erinnere ich ein bisschen an Band Round. Von diese Creep Cluster von Majora's Mask. Die Mucke ist ja auch sehr schick. Das war, glaube ich, dem Song auf Feeling rückwärts oder so, aber ein bisschen distorted. Give your life. Dann hat diese Rings. Vor us. Das kann ich nicht lesen, das ist einfach zu pixelig. Gott, help us, okay. Was steht hier? Let out. Let her out without her. Nee, hab ich keine Lust drauf. Lass die doch einfach drin. Die will wahrscheinlich aus dem Brunnen wieder raus. Hexenverbrennungen sind auch ein Thema in ganz vielen auch in Horrorliteratur. Da muss ich jetzt ein bisschen an M.R. James denken, einer der größten und wichtigsten Verfasser von Geistergeschichten. Okay, jetzt ist da Feuer, Kerzen. Das war so klar, dass wir in den Boden müssen, ne? Enter the well. Okay. Gute Idee. Ist ja schon längst abgehauen. Prayer of Protection. Ja, bitte. Saint Michael, the Archangel, defend us and better be our protection against the wickedness and snares of the devil. Okay, ist er abgefuckt. Ich liebe ja auch. Okay, ich sollte mit dem reden. Jetzt ist er in der Atmosphäre. Amen. Das ist also klar. Shadow of Thy Wings. Warum mich das auch ein bisschen erinnert, ist an analogem Horror. Auch wenn das jetzt hier mit analogen Horror nichts zu tun hat. Analoger Horror, müsst ihr mal auf YouTube gucken. Da gibt es so viele geile Sachen. Das ist so creepy. Also local, weiß ich, 58 oder so. Und ganz viele andere tolle Sachen. Verlinke ich mal vielleicht in der Beschreibung. Dann jetzt vielleicht ein
Link zu einer ganzen Playlist von, voller analogem Horror. Da gibt es sehr viele coole Sachen. Ich mag, dass die Schatten so gut sind. Also ich will hier, ich will hier nicht langlaufen. Also ich wäre schon längst nach Hause gegangen. Also ganz ehrlich. Wer tut sich denn sowas an? Jo. Nee. Reden wir kurz eine Runde? Da war eine Frau. Ich dachte, die wurde verbrannt. Da könnte doch gar nichts mehr übrig bleiben. Okay, links oder rechts? Wahrscheinlich nicht so wichtig. Ich mag diesen PlayStation 1 Look. Irgendwie vor Jumpscare. Boah, ich hasse es, in solchen Spielen sich umdrehen zu müssen. Ich werde dann bestimmt gleich wie ein Mädchen. Ich habe ihn ja schon einmal erschrocken. Die erinnern mich ein bisschen an. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich hoffe, das ist gewollt. Warum hüpft der denn so? Ich dachte, man kann nicht springen. Oh, ich hab's geschafft. Mal schauen, ob ich das schneiden muss. Das ist so, was mit Unity Engine macht. Da sieht man, wie viel Bug das ist, wenn man aufpasst. Diese Typen hier erinnern mich. Die sind an Silent Hill so. Gut, dass sie sich noch nicht bewegen. Gut. Jo, wie groß ist die Frau, bitte? Needs a candle. Needs a candle. Da, wo die Frau lange gekrabbelt ist, gehe ich nicht lang. Also, ich weiß nicht, Frau, Hexe, Monster. Alter, wie groß ist die denn? Die ist ja 2,20 Meter groß. Und hat nichts an. Da ist die Candle schon mal am Leuchten. Aber jetzt kommt bestimmt gleich Jumpscare. Guck mich nicht so an. Achtung, nicht wieder irgendwo in der Wand stecken. Ich hab eine Candle. Ich glaube, die hat bestimmt keinen Bock drauf und greift mich jetzt an. Also, aber man kann mich ja eh nicht wehren. Das ist ja so ein Walking Simulator. Also im Grunde. Ah, eine Achterbahn. Geisterbahn. Ich hoffe, die Serie kriegt mehr als 2 Aufrufe. Weil ich habe wirklich gar keine Ahnung, was ich mit meinem YouTube-Kanal machen soll. Ich glaube, ich rede ein bisschen zu viel, ne? Ich quatsch über die Atmosphäre drüber. So, hier war die Lady auch hingegangen. Die Fair Lady of Thor. Okay. Die war bestimmt unschuldig und die Kirche war wieder voreilig mit der Verbrennerei von Menschen. Die Kirche generell kommt in der Geschichte nicht so gut weg. Und das ist die zweite Kerze. Sieht schon ein bisschen fies aus hier.
Kreuze. Kann die bestimmt nicht hier hängen. Ich frage mich, wie lange dauert es, so ein kleines Spiel zu bauen. Hätte ich schon Bock, mal sowas aufzumachen, aber da fehlt einem natürlich auch das Talent, ne? Ich meine, das Spiel besteht jetzt auch aus Assets, die bereitgestellt werden. Die sind auch alle verlinkt in der Wiki. Aber die Grafik und so, das und die Level, muss man alles dann trotzdem noch bauen und so. So, jetzt kommt bestimmt gleich ein Jumpscare, weil die hat bestimmt keinen Bock mehr auf uns. Was haben wir hier? Nichts. Sind Brunnen eh so aufgebaut, dass nicht wie Brunnen aussehen. Muss ich mal mich informieren, ne? So, meine Aufmerksamkeitsspanne ist so langsam überboten. Hier geht's hoch. Ach, schade. Okay, jetzt ist Zwischensequenz. Ja, ich würde mal klettern jetzt. Sie stellen auf seinen Wings mit Attack-Griff Refuge. Okay. Ja, das, okay. Play for us. Scheiße. Ach, das bin ich. Wahrscheinlich. Ich dachte schon, das wäre jetzt die Frau gewesen. Oh, ich bin aus dem Wellen rausgeschmissen worden. Hi Leute. Ich folge mal in der Blutspur hier, ne? Der auffälligen. Was geht? Okay, das sieht schon cool aus da oben mit den. Sieht aus wie so Spinnenbeine oder so. Hast du jetzt den Mund, wo man sich erschrecken sollte? Bin ich jetzt das Opfer hier? Ich bin die Wessel für die Hexe vielleicht. Damit die wieder leben kann. Okay, mach ich. Ich gehe sofort jetzt zu meinem Pastor. Finde ich eine ganz gut nette Idee. Ist ja generell Found Footage. Also diese Haunted Tape ist auch immer sehr cool. Erinnert mich ja auch ein bisschen an The Ring und so. Hoffentlich kommt bei mir jetzt auch keine
eine ja, Wasserleiche aus dem Fernseher gekrabbelt. Ja, lieber Glenn McGrath. Ich würde sagen, ganz nett. Ich mag die Atmosphäre. Ich mag also dieser ganze Charme von dem Found Footage und diesen ganzen Effekten. Das ist natürlich sehr schön. Ich mag diesen historischen Antlitz. Aber im Großen und Ganzen dann ist auch nicht absolut so weltbewegend ist. Und was den Gruselfaktor angeht, fand ich ehrlich gesagt nur ja, den am Anfang, wo man diese engen Gänge langläuft und das ein bisschen verzerrt ist, mit dem, dass die Wände so schief sind und ja, dann plötzlich die Statue da steht. Aber wie auch immer, es ist ein kleines, süßes Spiel, das waren jetzt ein paar Minuten, kann man machen, kostet ja auch nichts. Also man kann, wenn man will, kann man auch bezahlen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal.